Es ist schon ein Geheimnis, oder? Was macht uns eigentlich attraktiv? Dieses Video könnte das wichtigste Video sein, das du für die Erreichung deines Herzenszieles jemals geschaut hast. Wenn du die erfolgreichsten Verführer von wunderschönen Frauen fragst, was sie so erfolgreich macht, wirst du völlig unterschiedliche Antworten bekommen. Autos, Muskeln, dass sie gute Tänzer sind, dass sie sehr direkt sind, dass sie sehr indirekt sind. All das stimmt. Aber was ist der Faktor, den diese Männer nicht wahrnehmen? Ein Faktor, den sie alle gemeinsam haben. Es ist die Reise, die sie genommen haben. Das Ziel, das sie sich gesetzt haben. Ihre Mission. Jeder von ihnen hatte ein Feld, in dem er sich nicht selbstbewusst gefühlt hat. Die eine Sache, für die er sich geschämt hat. Und wie das bei mir war, so war das bei vielen anderen auch. Wir haben uns geschämt, weil wir keine Ahnung hatten, wie wir mit Frauen umgehen sollen. Und so haben wir unterschiedliche Dinge gefunden, von denen wir überzeugt waren, dass wir so endlich von Frauen geliebt werden. Beim einen war es sein Körper, beim anderen, dass er endlich reich wird, beim anderen, dass er Gitarre gelernt hat und so weiter. Sie haben sich damals ein Ziel gesetzt: nie wieder arm, nie wieder schüchtern, nie wieder schwach. Dieses Ziel haben sie sich zur Mission gemacht. Und es ist diese Mission, dass sie für Frauen so unwiderstehlich macht. Natürlich musst du wissen, was deine Mission ist, aber darüber reden wir gleich. Wenn du deine Mission verfolgst, dann erreichst du mehrere Sachen. Erstens, du bist emotional unabhängig. Zweitens, du wirst mit jedem kleinen Erfolg immer selbstbewusster. Drittens, du erlangst Kompetenz in deinem Bereich und strahlst es auch dementsprechend aus. Und viertens, du erzeugst Anziehung. Dadurch, dass du dich um deine Mission und nicht um Frauen kümmerst, entsteht ein Vakuum. Das passiert ganz nebenbei, wenn du Frauen zum Beispiel nicht beachtest, weil du so versunken bist in deinem Element. Sei es ein Instrument zu spielen, in einem Buch vertieft zu sein oder auf Menschen zugehen. Du erlebst aber auch andere Sachen. Enttäuschung, Ablehnung, emotionale Tiefpunkte. Vergessen wir doch mal Frauen für einen Augenblick. Was ist die eine Sache, die du gerne machst, wenn du dir freinimmst? Wenn du weißt, dass du jetzt etwas für dich tust, vielleicht mit Freunden und vielleicht auch alleine. Wenn du völlig ungezwungen wärst, wenn du wüsstest, es wäre für Essen gesorgt, für Einkommen, du kannst wortwörtlich alles auf der Welt tun. Was würdest du gerne machen, wenn es nicht mit Frauen zu tun hat? Was ist die eine Sache, die du gerne tun würdest, wenn du alle Zeit der Welt hättest? Keine Sorgen, es ist gutes Wetter und du bist mit den Menschen, die dir am meisten bedeuten. Welche Aktivität würde dich am meisten entspannen? Was würde dir am meisten Spaß machen? Das Sexieste, was du tun kannst, ist ein Ziel zu haben und Frauen einzuladen, dich auf deinem Weg zu dem Ziel zu begleiten. Was dich attraktiv macht, ist, dass du es geschafft hast, dass dein Schattenthema zum Licht erstrahlt, dass du daraus herausgewachsen bist, indem du dir ein Vorbild suchst, einen Freund schnappst, ein Buch liest oder dir mein Online-Training anschaust. Denn dort helfe ich dir, deine Mission zu finden. Und den ersten Schritt gehen wir in diesen 47 Minuten gemeinsam. Wenn du mehr wissen willst und es kostenlos sehen möchtest, dann klicke hier. Aber du brauchst dein Ding auch gar nicht heute zu finden. Wir machen uns sowieso ständig zu viel Druck, alles richtig zu machen. Stimmt's? Und dann musst du nur eine einzige Sache tun. Probieren. Und wieder probieren. Und verlieb dich in diese Reise. Verlieb dich ins Entdecken, ins Experimentieren. Probier dich aus, verlieb dich in deine Reise, denn die kann, wie wir alle wissen, so schnell vorbei sein. Es geht darum, der Mann zu sein, der Frauen anzieht und nicht andersherum. Das ist eine Wahrheit, die in diesem Makrokosmos, aber auch auf einen Mikrokosmos übertragen lässt. In jeder Situation zeigt sich, wenn du eine Mission hast und Frauen darauf einlädst, wirkst du viel attraktiver. Wenn du mit einer Frau schreibst und ihr schon ewig im Blabla-Land feststeckt, dann liegt es an dir, sie endlich auf ein Date einzuladen. Und das Schlüsselwort ist einladen. Du fragst nicht, du bettelst nicht, du hoffst nicht darauf, dass sie Ja sagt. Du sagst ihr, da gibt es diese eine Ausstellung über Rembrandt und die Romantik. Ich wollte da schon die ganze Zeit hin. Begleite mich. Du gehst sowieso hin. Es ist dein Ziel, deine Mission. Und sie darf dich dahin begleiten. Und wenn nicht, dann bist du immer noch attraktiv, weil sie diese Unabhängigkeit gespürt hat. Ich will dich, aber ich bin nicht auf dich angewiesen. Und wenn du mehr über dich erfahren möchtest und welche Eigenschaften Frauen jetzt schon an dir attraktiv finden, dann finde es heraus im kostenlosen Videotraining. Genau hier.